Im Leben gibt es oft Angelegenheiten, welche wir weder verstehen noch begreifen können. Zum Beispiel gibt es Menschen, welche von Allah subhanahu wa ta'ala anders geprüft und nicht gleich erschaffen wurden wie andere. Während die einen ihr Leben in Gesundheit, Reichtum und Schönheit mit ihrer Familie führen, müssen andere mit Krankheit, Armut, Einschränkungen und Verlusten zurechtkommen. Auf den ersten Blick erscheint es so, dass ein Leben voller Gaben nur Vorteile mit sich bringt. Doch wir müssen Folgendes beachten. Der gesunde Mensch wird immer die Befürchtung haben, eines Tages krank werden zu können. Der reiche Mensch wird sich um seinen Besitz sorgen und sich davor fürchten, in Armut zu verfallen. Und auch wenn man mit geliebten Menschen zusammen ist, ist man darum besorgt, diese irgendwann zu verlieren. Wenn diese Ängste die psychologische Belastungsgrenze überschreiten, kann dies zu einer depressiven Entwicklung des Geistes führen, sodass das Leben zu einer Qual wird und sich negativ auf das Verhalten des Menschen auswirkt. Anders jedoch kann es bei Menschen aussehen, welche mit nicht so vielen Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala gesegnet wurden. Denn je weiter man von Allahs Gaben entfernt ist, desto größer kann die Hoffnung sein, diese zu erlangen. Wenn man krank ist, besteht die Hoffnung auf Gesundheit. Ihr kennt das vielleicht. Gerade in letzter Zeit wurden viele Menschen mit Krankheiten geprüft. Auch wenn man eine schwere Zeit hatte, so hat die Hoffnung darauf, wieder gesund zu werden, einem eine gewisse Kraft gegeben. Auf einmal fängt man an, die Gaben Allahs viel mehr zu schätzen und man erkennt ihren wirklichen Wert. Wenn du nicht gehen kannst, sehnst du dich danach, wieder draußen spazieren zu können. Eines haben die Menschen und leider auch oft wir Muslime gemeinsam. Ob wir nun viele Gaben bekommen oder nur wenige, wir sind undankbar gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Wir danken ihm auf jeden Fall nicht so, wie es ihm gebührt. Es könnte man sich die Frage stellen, inwiefern bin ich undankbar? Ich sage doch jeden Tag Alhamdulillah. Ich bete ab und zu, wenn es mir gut geht. Oder ich mache Tasbih und sage Subhanallah, Alhamdulillah und Allahu Akbar. Der andere denkt sich, wie kann ich als Undankbarer gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala gelten? Ich trage doch jeden Tag eine Kette, auf der Allah draufsteht. Damit zeige ich doch meine Dankbarkeit. Aber meine lieben Geschwister, ist das wirklich die Art von Dankbarkeit, welche Allah von uns verlangt? Reicht dieses bloße Lippenbekenntnis aus, oder islamische Symbole und Schriften als Kette zu tragen, oder Wörter in sein Instagram-Profil zu schreiben? Ist es diese Art von Dankbarkeit, mit der wir den Gaben gerecht werden können? Lasst uns die Frage von Allah subhanahu wa ta'ala selbst beantworten lassen. Denn er subhanahu wa ta'ala macht uns unmissverständlich klar, welche Dankbarkeit ihm gebührt und wie diese zu verrichten ist. Allah spricht im Koran sinngemäß: Verrichtet Dankbarkeit, Familie Daud. Er sagt, verrichte, was klar darauf hindeutet, eine Handlung zu setzen, um die Dankbarkeit ihm subhanahu wa ta'ala gegenüber auszudrücken. Schukr, Dankbarkeit, zeigt sich durch tatkräftiges Handeln und soll ausdrücken, dass aus Dankbarkeit eine sichtbare Tat folgen soll. Wir sehen also ganz klar und deutlich, welche Art von Dankbarkeit Allah subhanahu wa ta'ala von den Propheten, aber erst recht von uns einfachen Dienern verlangt. Die Dankbarkeit darf sich nicht nur auf die Zunge beschränken, sondern sie muss viel aktiver sein und in Form von Handlungen ausgedrückt werden. Wenn wir das nicht tun und uns mit einfachen Worten begnügen, werden wir keine echte Dankbarkeit zeigen können, sondern es macht uns vielmehr zu undankbaren Dienern. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran: So gedenkt also meiner, damit ich eurer gedenke, und seid mir gegenüber dankbar und verleugnet mich nicht. Dankbarkeit heißt nicht nur das zu tun, was man selbst für gut heißt, sondern so mit den Gaben umzugehen, wie es der Gebende von ihm erwartet. Stellt euch vor, ihr leiht jemanden 100 Euro für Essen. Er bedankt sich zwar mündlich bei dir, doch kauft sich dann anstatt Essen Alkohol von dem Geld. Und am Ende zahlt er dir das Geld nicht einmal zurück. Wäre das für dich Dankbarkeit? Nein, bestimmt nicht. Aber genauso verhalten wir Muslime uns sehr oft. Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns etwas, wir machen unser Lippenbekenntnis oder gehen einmal zum Jum'ah und das war's dann. Am Ende nutzen wir die Gaben auch noch für Dinge, welche uns von Allah subhanahu wa ta'ala verboten wurden. Wir nutzen unser Geld für Partys und Alkohol. Wir nutzen unsere Schönheit, um Zina zu begehen. Wir nutzen unsere Augen dafür, um verbotene Dinge anzugucken. Oder wir benutzen unsere Beine dafür, um zu Haramorten zu gelangen.
Denken wir wirklich, es reicht aus, Alhamdulillah zu sagen, und das war's dann? Meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, lasst uns ab heute Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber wahre Dankbarkeit zeigen und mit seinen Gaben so umgehen, wie er subhanahu wa ta'ala es verlangt. Egal, was es auch von den unzähligen Gaben sein mag, lasst sie uns auf dem Wege Allahs einsetzen und nicht auf dem Wege des Shaitans, auf das wir gemeinsam das Paradies erreichen und als dankbare Diener zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren.